Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge Simon the Sorcerer. Wir haben jetzt in der letzten Folge, wurde mir in einer Kiste verpackt, ins Goblin-Lager gebracht und haben einen Druiden befreit, der jetzt wieder zurückgekommen ist, um uns irgendwas zu bringen. Schaue an. Säge, ah, wir haben eine Säge gekriegt. Okay. Das ist eine sehr starke Bügelsäge. Kann ich die nehmen und benutzen? Okay, benutze Bügelsäge mit Eisen. Hoffentlich passiert jetzt nichts und die werden wach. Es geht. Hä? Er hat jetzt nur hochkant gesägt. Ah, hat er jetzt eure Tür aufgemacht. Ah, das sind wir hier raus jetzt. Okay, öffne Tür. Geht es? Nö. Gut, wir sind jetzt wieder draußen. Was richtig gut ist. Wir haben jetzt eine Droide befreit. Haben unser Buch wieder bekommen. Kann ich vielleicht mit dem Benutzerbuch, also mit dem Ding. Kann ich jetzt vielleicht eine Dorfkneipe mit dem Magier sprechen? Geht das? Ich habe immer noch keine Kohle. Also bringt es nichts, mit dem zu reden. Vielleicht kann ich ihm hier was anbieten. Nee, das war verkehrt. Warte mal. Ich rede mal mit ihm. Rede mit. So, da sind Sie ja wieder. Wollen Sie nun etwas oder nicht? Nein, aber ich habe etwas, was Sie wollen. Nein. Aber ich habe etwas, das Sie wollen. Wirklich? Dann lassen Sie mal sehen. Verschwenden Sie nicht meine Zeit. Wollen Sie nun etwas oder nicht? Nein, aber ich habe etwas, das Sie wollen. Was kann denn ich. Dann lassen Sie mal sehen. Ich könnte mir der die Zauberbohne. Verschwenden Sie nicht meine Zeit. Wollen Sie nun etwas oder nicht? Nein, aber ich habe etwas, das Sie wollen. Wirklich? Dann lassen Sie mal sehen. Der Ring wollte er nicht. Das da weiß ich nicht. Verschwenden Sie nicht meine Zeit. Wollen Ich Sie wollte nun doch einfach etwas nur oder runter. nicht? Okay, Nein, also ich kann nur aber was ich von habe der etwas, Seite. das Sie wollen. Wirklich? Dann lassen Sie mal sehen. Versuche mal es, Mentos. Verschwenden Sie nicht meine Zeit. Wollen Nö. Sie nun etwas oder nicht? Haben Sie irgendwelchen magischen Kram? Leider nicht. Möchten Sie noch etwas? Nein, Nein, danke. eigentlich nicht. Tschüss. Wer braucht Sie schon? Tut mir leid. Aber solange ich nichts hab, was er will. So, dann gehen wir mal noch rechts weiter. Ich muss hier nur in die Taverne. Oder ich will in die Taverne. So, haben wir hier irgendwas noch, was wir anklicken können? Nur das Schild. Gehen wir mal rein. Rede mit. Vielleicht bringt es hier was. Hallo, Lust auf einen Trink. Lust auf einen Drink, ihr Süßen? Nein. Schau, was willst du? Ich wollte euch nur ein paar Fragen stellen. Du bist nicht etwa von einem dieser Magazine? Doch, bin ich. Na gut. Sorted, ne? Nein. Ihr seid nicht verheiratet, oder? Nein. Wisst ihr etwas über Sordid, den bösen Zauberer? Ja. Weshalb sind wir eigentlich hier? Wir sind aus den fernen nördlichen Steppen gekommen, um gegen ihn zu kämpfen. Durch die gefährliche Wüste Kring. Nur rastend, um den bösen Stamm Veggies des Erbarmungslosen zu besiegen. Über die Ebenen des Todes und die Schicksalsfelder.
wo wir die Stadt Tormir von den dunklen Horden von Kalisch befreiten. Wir bereiten uns jetzt darauf vor, den Turm des Zauberers zu stürmen und die Welt zu retten. Wieder einmal. Okay. Welche Hobbys habt ihr? Ich töte gerne und trinke viel. Und ich mag Handarbeit und dekoratives Sticken. Auch nicht schlecht. Ich töte gern und trinke viel. Hm. Wollt ihr nicht in irgendetwas Luftigeres schlüpfen? Halte doch bitte eine Minute deine Hormone im Zaum. Wie gedenkt ihr, die Festung zu stürmen? Genau. Nun, rohe Gewalt bringt nie was. Noch nie im Stich gelassen. Aber wenn das passiert, soll uns angeblich der Druide helfen können. Aber wir können ihn nirgendwo finden. Keine weiteren Fragen, meine Damen. Bis bald. Wir raten dir, uns eine gute Wertung zu geben. Ja. Puh, hier drin ist es verdammt heiß. So, ich könnte aber mal was benutzen. Können wir vielleicht mit der Schere dem Zwerg den Bart abschneiden? Geht das? Weil der ist so voll gesoff. Ajo, geht's. Cool. Jetzt habe ich ein Bart. Okay, ich wollte ja eigentlich zu der Zauberer. Mit dem Bart kann ich dann eigentlich auch zu der Zwerge runtergehen. Benutze Bart. Laut Führer Quaint, einem ländlichen Dorf. Hier, verzehre Rede, trage Bart. Ich glaube, hier nützt das nicht viel. Oh, wir werden das verdammte Ding schon finden. Scheinbar wurde dieser Überläufer von Sordid zuletzt in dieser Gegend gesehen. Ich hoffe, dass wir ihm nicht über den Weg laufen. Das macht mich richtig fertig. Hm. Ich erinnere mich an Sordid in unserer Runde. Richtig. Bin froh, dass wir ihn los sind. Zeit für ein anderes Spiel. Ich möchte diesmal der Nordwind sein. Ich habe 2 Shows, 2 Punks und 1 Kong. Tropfe ein wenig von dem Sulfat darauf. Hört mir einen Augenblick zu. Ja, Junge. Ich will ein Zauberer sein. Ich will ein Zauberer sein. Du kannst kein Zauberer sein. Du bist nicht alt genug. So. So, und ich bin der Ostwind, richtig? Ich dachte, warte mal. Ich wäre der Ostwind. Trage Bart. Ich glaube, hier nützt das nicht viel. Gut, benutze das. Nicht nach dem, was letztes Mal passiert ist. Ich wäre lieber eine Brise als ein Wind. Man kann seinen Hut im Wind verlieren. Du musst ihn nur mit... Heidenei. Gut, was haben wir hier? Streicherschachtel? Kann ich ihn nehmen? Ajo? Habe ich die voll übersehen das letzte Mal? Habe ich noch was übersehen? Nö. Schau an. Na, schau an. Ich möchte wissen, was das hier zu suchen hat. Kann ich es benutzen? Ich habe keine Groschen. Ah, okay. Jetzt haben wir noch Streichhölzer gekriegt. Wo kommen wir da lang jetzt? Mit dem Bart kann ich weg bei den Zwerge wahrscheinlich drin. Ah, hier ist der Schmied. Okay, ich benutze jetzt aber mal Boing. Boing, 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 benutze Karte. Ich glaube, die war da in der Nähe. Kann ich nochmal mit der Rede? Also ich brauche Melone, aber wo finde ich Melone? Ich bin bereit, erneut erfreut zu werden. In diesem Fall, ich habe noch einen Ratschlag für dich. Mhm. Ja? Wenn dich ein Goblin nicht sehen kann, dann kann er dich nicht verletzen. Super, vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen. Ja, das hatte man doch schon eben. Wenn du mehr wissen willst. Bis zum nächsten Mal. Ja, das mit dem Unsichtbarkeitsring. Oh, was haben wir hier?
War das hier lang? Oder Zwerge? Ich weiß jetzt gerade nicht, ne? Ich gehe einfach mal weiter. Ich glaube, runter war das. Oder war es geradeaus? Okay, Plan. Irgendwann komme ich ja bestimmt zu denen hin. Geht es da hinten weiter? Okay, wo komme ich jetzt hier raus? Ja, da war ich doch eben gerade. Boah, ist das verwirrend. Aber irgendwie muss ich doch zu den Zwergen kommen. Bloß wie? Hier runter vielleicht? Habt ihr eine Idee, wo ich jetzt genau lang muss? Ich war doch vorhin schon bei der Zwerge mal gewesen. Und ich habe jetzt ein Bad und... Naja. War das jetzt hier lang? Überleg. Uiuiui. Es sieht auch wirklich immer alles so sau identisch aus und ich tue mir da echt schwer mit der... Okay, hier war's. Nett. Wo komme ich denn? Hier war es zum Sumpfling gekommen. Das glaube ich, das weiß ich noch. Hier war ich zum Sumpfling. Weißt du, war das jetzt hier zum Sumpfling? Wo komme ich denn jetzt hier hin? Heide, nein. Hä? Irgendwie verlaufe ich und verrenne mich gerade so ein bisschen. Aber okay. Hier war der Turm und das alles. Was war denn hier? Ah ja, hier war das mit dem Wasser, mit dem Einfallspinsel. Ich will ja nicht sagen doofer, aber Einfallspinsel trifft's gut. Ne, zurück. Da hinten kommen wir ja nur zum... Ach, wie ist es nochmal zum Opferaltar, wo mich die Goblins doch beschworen haben und dann futtere wollten, die Säcke. Yes. Lass mich nicht gern essen. So. Wenn man nicht immer genau weiß, wo man hin muss. War das jetzt hier lang noch? Schau mal. Da war ich doch eben schon. Da habe ich doch gesagt, ah nee, oder? Ich hätte bloß weitergehen müssen. Oh, ich Trottel. Oh, ich habe echt keinen Plan. So ein Käse. Und wenn ich jetzt hier oben lang gehe, weil irgendwie muss ich jetzt zu den Zwergen in die Mine. Weil ich habe jetzt ein Zwergebad, das könnte funktionieren. Oh ne, nix mehr wieder raus. Gut. Also merke, da oben muss ich die Melone reinwerfen, glaube ich. Aber wie komme ich zu den Zwergen? Kann ich nur ohne weg? Ja, das ist der Wolfführer. Huck. Und fort ist er. Irgendwie. Ah ne, da war die Hex. Okay, da ist die Hex. Okay, so komme ich zur Hexe. So wäre ich dann zum Dorf, oder? Ich gehe mal da lang. Umgefallener Baum wäre. Wie oft habe ich den jetzt schon gesehen? Wo komme ich denn hier oben lang? Darüber? Vielleicht ist das der richtige Weg jetzt, wo ich zu den Zwergen komme. Ich bin schon wirklich bei der Eule.
What the heck? Und wenn ich hier runtergehe? Okay, hier war der Barbar. Ich glaube, da war es noch rechts weg zu der Höhle von den Zwergen, oder? Ne, da war ich jetzt hier. Ich gehe nochmal nach rechts. Wenn nicht, kann ich immer nochmal zurückgehen. Oh ne, sind wir auf der anderen Seite vom Sausophon. Was haben wir hier oben? Hier war die Baustelle. War das an der Baustelle vorbei? Weiß jetzt gerade gar nicht. Ja, da ist sie. Gut. Also, Drage. Bart. Wow, sehr hilfreich. Kratzt nur ein wenig. Ist egal, es hilft. Hallo, mein Freund. Hallo. Wie lautet das Passwort? Ist es Bier? Ist es Bier? Du kannst rein. Yeah! Endlich. Okay, schau an, Kinder. Er nimmt Proben der Juwelen aus der Mine. Oh, das ist doch was. Okay. Schau an, Zwerg. Er nimmt Proben der Juwelen aus der Mine. Ich? Da sind massig unsichtbare Diamanten drauf. Unsichtbar für alle Dinge. Stopp! Wache! Lass ihn nicht durch! Hä? Nur für Zwerge im Dienst. Bin nur ein Zwerg im Dienst. Ich bin ein Zwerg im Dienst. Nein, bist du nicht. Das ist nicht fair. Also, zieh Leine. Wie wär's mit Bestechung? Bestecher? Bestechung? An was hattest du gedacht? Einen Moment bitte. Es wäre besser, dir fällt was Gutes ein. Okay, also ich kann nicht die... Stopp! Wache! Lass ihn nicht durch! Also mit der Flasche kann ich nichts machen. Schau! Du kannst da nicht rein. Verschwinde! Ja, okay. Eine Sache. Verschwinde endlich! Das Gesicht Schädelsprecher. Ich bin im Dienst für Axtgesicht Schädelbrecher. Wer soll denn das sein? Nie von ihm gehört. Eine Art Virus. Sehr gefährlich. Ich glaube dir nicht. Fair genug. Also, Zielleine. Bin kein Zwerg. Verschwinde doch selbst. Doch selbst. Au. Ja, wenn man frech ist, kriegt man, wird man halt gepiekst. Aber okay, da komme ich jetzt nicht lang. Ist das hier ohne? Schau an. Flaschen. Das ist ein Haufen leerer Bier. Kann ich Stunde von Annie nehmen? Die sind alle leer. Schau das an. Fässer? Das sind Bierfässer. Okay. Benutze Bierfass. Schau an. Er sieht sehr betrunken aus. Kann ich mit ihm reden? Er sieht betrunken aus. Der ist wirklich stockbesoffen. Was ist mit ihm? Er schläft seinen Rausch aus. Kann ich denn ein bisschen ärgern? Noch einer ein Bier? Oh, das geht. Was macht's denn jetzt? Gitzel, gitzel, gitzel. Ach, guck mal an, da ist ein Schlüssel. Kann ich den jetzt einfach so nehmen? Noch ein Schlüssel. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel.
Kann ich vielleicht das mit dem benutzen? Das geht doch so nicht. Nee. Kann ich vielleicht das Schwein mit dem benutzen? Das geht doch so nicht. Erkältungstrank? Das geht. Okay, ich habe einen Schlüssel gefunden. Für was brauche ich den jetzt? Ich kann hier nichts tun. Schau an. Noch einer ein Bier? Er schläft seinen Rausch aus. So, aber in diesem Sinne bedanke ich mich wieder bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich, auch wenn ich ein bisschen manchmal länger brauche bei mancher Sache. In diesem Sinne, haut rein, genießt den Tag und tschüss.